Tag Nummer 1. Tag Nummer 2, Für mein Trump Tag Nummer Gott. 2. Seid ihr bereit? Geht so, Mann. Geht so. Wir waren schon besser vorbereitet. Stimmt es? Noch nie. Vielleicht in früheren Yu-Gi-Oh!-Zeiten bei Nico. Wo er noch krass war. Wo er noch krass war, ja. Ich habe ganz krasse Geschichten gehört auf der Fahrt, aber... Er war echt krass, Mann. Aber wir werden mal in Zukunft sehen, ob es wirklich stimmt oder nicht. Er hat gesagt, er wird sich immer steigern. Da muss er heute Gas geben. Aber ich sehe da nicht sehr viele Hoffnung. Hast du heute schon mit Night Pro Gamers geredet, Tati? Später, ja. Später. Was sagen die? Kommst du ins Team oder wie ist das? Findest du auch ein anderes Thema oder? Findest du auch ein anderes Thema? Nee. Ich habe mehrere Themen bei dir. Ja. Du bargisch von mir ist. Ich habe mehrere Themen bei dir, Nico. Nico ist im Kopf schon Tag 3. Bist du bereit? Soll ich 2 oder 1 Teller? Welches Teller? Ich spiele manche 2, ich weiß schon. Wenn du Platz hast, dann spiel 2. Ich hab keinen Platz. Ja, dann kannst du halt nur einspielen. Was soll denn die blöde Okay. Frage? Wieso fragst du dann überhaupt? Nico, willst du jetzt nicht mitkommen jetzt? Ja, ich tu noch einen Trailer raus, Mann. Ich mach nur tauschen. Du kannst doch eh noch bauen, Mann. Du hast noch 2 Stunden. Wir bauen doch Location. Vor Ort, Mann. Können wir ein bisschen testen, Mann. Und wir haben gestern einen Gegner für dich gefunden. Wir haben heute auch einen Gegner für dich gefunden. Gestern gegen Satella schon passiert, Mann. Alles kassiert. Echt traurig, Mann. 0-2, Nico. 0-2 stehst du. Oida, wir haben endlich Bargisch getroffen. Beziehungsweise ich. Dabei jetzt, in the gang. Ja, Mann. Ist ein Tag ohne uns gefahren. Voraus. Seine verrückten Abenteuer wird er uns später noch erzählen. Genau. Jetzt müssen wir die Ringbahn nehmen. Die haben hier ein komisches System. In München, Deutschland gibt es Ringe. Hier gibt es so eine Ringbahn. Fährt einmal durch das System und irgendwie funktioniert es. Ist echt gut aufgebaut. Und was mit Fahrkarte? Alter, Fahrkarte hat sowas. Fahrkarte kaufen wir natürlich. Warte, das ist zu lange Schlange, jetzt müssen wir warten. Eine Station müssen wir fahren und eine Station mit dem Bus. Die Location liegt echt fast perfekt. Okay. 10 Minuten müssen wir da sein. Die Jungs sind schon vorausgefahren. Alle schieben Panik, Deck bauen, Karten besorgen. Also ich war ja schon gestern da und es war gestern schon extrem viel los. 80% der Tische, Stühle waren belegt, besetzt. Krass. Es sind krasse Spiele da, was es gibt. Diese Schießteile in diese Löcher. Location ist super, top. Toiletten, alles sauber, unglaublich wirklich. Da stehen immer wieder Leute, die du alles fragen kannst. Die EM ist wirklich krass organisiert, wirklich. Ich glaube von allen Turnieren, die ich war, auf Platz 1 bis jetzt. Das ist wirklich nicht so einfach. Ich bin gespannt. Achso, hast du schon gesagt, dass ich die Quali geholt habe? Nee, habe ich noch nicht. Hast du nicht? Wieso nicht? Habe ich also vergessen. Jungs, ich bin ja einen Tag vorher gefahren, um die Quali zu holen. Ich habe es geschafft. Oide. War jetzt nicht extrem schwer, aber die Gegner haben krass gezogen, deswegen wurde es schwer. Wie viele Runden musstest du gewinnen? Es waren nur 8 Leute. Mhm. Elimination. Ich habe einen besiegt, den zweiten besiegt. Und dann war schon Finale. Oide. Dann war schon, ja genau. Und Top 2 am Quali bekommen, ne? Top 2 am Quali bekommen. Finale habe ich verloren. Der Gewinner hat nochmal eine Matte und eine Deckbox gekriegt. Und das Traurige ist, er hat noch ein Interview bekommen, ja. Einfach. Er hat mir im Time letzte Runde Volcasaurus gegeben. Das war echt unglaublich. Auf Kaiko. Von Kaiko. Aber war spannend. Hauptsache ich habe die Quali. Was hast du so erlebt? Erlebt? Die Leute sind die meisten nett. So, was meinst du genau, was du erlebt? Keine Ahnung, dein Abenteuer so. Ach so, Abenteuer. Das war 9 Stunden Fahrt erstmal. Ich war ja mit einer Diva unterwegs. Special Videomaterial habe ich noch. Also Diva. Und ihr werdet alles genau sehen. War ein paar lustige Szenen dabei. Viking krass unterwegs, das ist wirklich ganz interessant. Seid ihr bereit? Was? Ich weiß es nicht. Ach so, ja klar. Ich leide ends, Mann. Das ist echt eine krasse Schlange, viele Spieler, das ist echt. Heute, gestern haben sie 600 angemeldet. 600? Gestern 600. Okay.
Und wenn sie, und dann kann sein, dass sie bis zu 1,5 werden heute, oder? Okay, Mann. Das, echt, das wird echt heftig, Mann. 1500 bis 2000 Spieler. Das wäre schon echt krass. Super gegeben. Das ist endlangweilig, Mann. Das hier ist auch, Alter. Toll, ich bin weg, sind tot. Hast du mir Höhen gemacht schon gegeben? Was? Was ist los, Boris? Ich dachte, du willst reden. Ach so. Servus, Jungs. Es ist jetzt 11.09 Uhr. Es läuft immer noch die Registrierung. Erklär uns erstmal. Wahrscheinlich 1500 Leute. Wird geschätzt und wir werden es gleich sehen. Und seit langem mal wieder die fetteste EM. Es werden nach der Berechnung 8 Vorrunden gespielt. Und Tag 2 nochmal 3 Vorrunden. Also 11 Runden, wirklich heftig. Schauen wir mal. Bist du bereit? Ich bin schon bereit. Bist du bereit, Tati? Was sagst du zu so vielen Spielern, Tati? Aber das ist klar, Berlin, echt krasse Stadt, Mann. Echt krasse Stadt, Mann. Echt, ohne Witz, Mann. Wir waren gestern auch unterwegs. Und so echt krasse Stadt. Krasses Turnier. Krasse Location auch, ja. Die letzte Location, wo wir waren, war eigentlich ends eng. Nein, ja, nee, die letzte Berlin-Location, wo ich weiß, die war scheiße. Die war echt eng. Aber hier echt. Kann mich gar nicht mehr an die erinnern, Mann. Doch, das war so voll, voll eng. Voll, ja, so die Wege waren, waren dünn, Mann. So ja, echt dünn, Mann. Das war echt scheiße. Aber die Location echt heftig. 1500 Spieler, echt krass, Mann. Nee, noch nicht. Registration läuft immer noch. Ja, Mann. Schau, dein Gesicht. Du musst den Yakuza-Anführer haben, oder? Nee, weggeht. Chong ist Tag 3. Was? Chong ist Tag Montag, Digga. Das heißt, man braucht Score 9-2 oder so, oder was? Kommst du vergessen? 8-2-1, Mann. 8-2-1, halt 8-2-1. Gestern so erst mitbesoffen, so ich bin eh Tag 2, Mann. Echt? Ja, dachten sie gestern, dass das erste Mal. Ja, Mann, ja, so auf geht's Tag 2, Mann. Ja, Mann. Er so auf geht's morgen Tag 2. Also ich bin mit in Tag 2, oder was? Ja, Mann. Berlin, Tag und Nacht. Jeder. Jeder. Deutschland ist halt voll so mittel. Aber EM München wäre auch krass, Mann. Das wäre krass. Also EM München, München, Mann. Das Gute ist, Deutschland ist voll im Mittelpunkt. Von allen Seiten kommt es so. Ja. EM München wäre zu krass, Mann. Oder WM München. Oh mein Gott. Okay, übertreib mal. Einmal rausstehen, Mann. Das ist ein Gewinn für mich, Alter. Was soll ich eigentlich? Way of Plus. Oi, was geht ab, Leute? Hong hier mit einem leidenden Vlog. Erste Runde hat gerade angefangen. Die Jungs spielen. Ihr wisst, ich habe keine Quali. Ich werde ein paar Videos versuchen zu drehen, aber YouTube-Area richtig leidend. Hat mich sehr enttäuscht. Und schauen wir mal. Andere Yu-Gi-Tuber habe ich noch gar nicht gesehen. Ich hole mir jetzt was zu trinken. Dann checke ich die erste Runde ab, wie die Jungs so gespielt haben. Und dann schauen wir mal. Und eins. Chong hat direkt geklatscht. Runde, ich habe 1, habe ich gewonnen. Gegner hat gebrickt, seine Hand war tot, hat in Monarchen gespielt, hat direkt aufgegeben. Domain oder Explosiv? Explosiv. Okay. Hat seine Hand nicht gezeigt, aber ich wusste schon, okay, wenn er nur brickt, dann kann in Monarchen sein. Wollte ich alles andere rein, zieh Hand. Er hat wieder gebrickt, er hat abgegeben, ich bin dran, zieh. Farmgirl, Teleport, Shift, tot, OTK. Und er so, okay, ciao. Easy. GG easy, 2 Minuten Match war das, dafür habe ich 20 Minuten hier gewartet. Sehr gut. Jetzt warte ich nochmal 40 Minuten. 7 Runden noch, noch 7 Mal so. 7 Mal noch so, dann passt es. Das ist geil. Sehr gut, sehr gut. Es gibt jetzt den anderen? Die anderen spielen gerade. Ich habe nicht geschaut. Okay. Er hat ja erst angefangen. Und ich denke, Tati wird auch erst das Game gewinnen, was ich gerade gesehen habe. Heute. Endkiss. Update nach Runde 1 aus der YouTube Area. Diese Gammelige hier. Ja, Mann, echt klein, Mann. Egal. Also ganz kurz, ich habe gegen Cosmo Planet kassiert wie vom anderen Stern. Er fängt an, Planet, banish Planet dafür. Ich so, okay, ja, komme ich noch klar. Auf einmal, er gibt mir Cosmo Town, okay, geht auch noch. Bam, fängt an, Emergency Teleport, holt Tinken. Ach so, noch perfekt. Ich würfel 1, er holt Destroyer auf die Hand. Setted Twin Twister, was ich danach dann erfahren habe. Ich konnte nichts machen. Game 2, habe ich eigentlich endgut geöffnet. Da kam Junge Enter zurück mit Cosmojo, Mann. Ich kann gegen die fast nichts so machen. Banished einfach ohne zu zielen. War ein wirklich guter Spieler und verloren. Erste Runde BA. GK Fire. Gut, ich habe angefangen erste Runde, gut gezogen. Hab seine Dante erstmal negiert, da konnte er nichts machen, nicht millen, gar nichts. Hatte 3 Set, ich konnte sie in seiner Endphase zerstören, plus machen. Also erste Runde war gut, zweite Runde war ein bisschen ausgeglichener, ich habe gut geboardet, ich habe Flying C gegeben, aber er hatte dann Foolish und alles. War ausgeglichenes Spiel, aber danach konnte ich ihn halt besiegen, weil er einfach im Handkartennachteil war und hatte keinen gefüllten Grave. Deswegen war er eigentlich recht schnell tot. Aber war, die A war, ist schon stark. Okay.
kein Twin Sister kassiert. Kein Twin Sister kassiert, bin echt froh. Oh mein Gott, du hast die Allergie nicht, ich hab sie, Mann. Was mit Endface passiert? Ich hab gehört, so Endface. Ich hab Endface echt viel gemacht, er hatte drei Sets, ich hatte Endface dann Oasis auf Oase auf Sliprider, habe ich dann geschossen. Dann habe ich Cosmojo aktiviert auf Sliprider, dann habe ich meine andere Facedown entfernt, dann kam Farm Girl, dann habe ich noch Teleport aktiviert in der Endface auf Tinken Effekt, dann wieder Sliprider auf die Hand bekommen, dann wieder Tinken Effekt gemacht, Sliprider, habe seine dritte dann weggeschossen, dann hat er mich nur gefragt, ob das alles noch in seiner Endface war und ich so, ja, und dann, habe ich nachgezogen, er hatte dann nichts mehr gehabt, nur noch eine Handkarte, war eigentlich schon easy game. Ja, Mann. War cool. Wir haben noch saftige Tokens gemacht. Ja, Mann, aber ich habe sie nicht. Ich habe sie noch da. Ja, Mann. Richtig geil, Mann. Wir machen noch alle Konstellationen durch, keine Angst. Nico, falls du das siehst, wir haben dich nicht vergessen. Keine Angst. Leider nicht Nico, Alter. Dein hat das erstes gepostet. Ja, ich bin Onus. Ich bin unten. Und Karten damit vor. Und ja, genau so. Hä, hey, wieso? Alter, meine Meinung. Du darfst nicht so lange oben bleiben. Ich hab's nicht gesehen. Spring, Barisch. Stör dich, Mann. Jetzt nochmal. Ja. Essen. Spring, Barisch. Komm jetzt. Essen. Schau mal, Barisch. Update nach Runde 2. Ist doch keine gute Runde, oder? Nee, ich glaube für alles keine gute Runde, was ich mitbekommen habe. Ja. Ich für meinen Teil habe verloren gegen Demise Cosmo. Mirror Match. Ja. Mirror Match ist echt hart zu spielen, wenn man nicht anfängt, man echt tot. Gegner, wenn oh er Strike. Gott. Wenn er Strike und alles hat. Ibitak, man. Den fängst du nie. Ja, erzähl weiter. Wenn Gegner Strike, Cast Trap hat und so echt tot. Zweites Game, bisschen gemisplayed, sage ich jetzt mal. Hab das Deck nicht so nicht unter Kontrolle, wie ich mir wünsche eigentlich. Ja, es war kein Spielfehler. Ich wollte eigentlich auch auf OTK gehen, aber hätte auf dem Mais spielen können, also mehr auf Kontrolle und so, aber hab's nicht gemacht. Ich hab's gefahren. Ja, war okay. Man lernt halt nie aus. Also. Es ist halt einfach so, dass man einfach immer testen, man muss sein Deck in- und auswendig kennen. Man. Und das ist halt einfach so unser Problem. So werden wir eigentlich nie, so kann man nicht gut werden. Ja. Und wenn wir das nicht abstellen, dann wird es halt immer so sein. Okay. Ich habe gerade gegen Hero verloren. Ja, weil Hero. Ja, gegen V-Hero. War schon nicht schlecht. Er hatte, erstes Game habe ich gewonnen, zweites Game hat er einfach zu oft Twister, also zweimal Twister gehabt und drittes Game hat er wieder Twister gehabt. Also konnte nichts machen. Er hat alles beschworen mit Soul Charge noch, Stardust, Inferno, wie ich da noch. Pastel, der weißt du, der keine Zauberkarten hat oder also wenn er keine Vorhandkarten hat. Er meint Infernity. Infernity. Wenn er keine Handkarten hat, dann habe ich verloren einfach. Er hat so viel Vorteil gehabt. Barisch hat auch verloren, 0-2. Ja, steht er jetzt. Echt heftige Runde. Ja, also. Schauen wir mal, wie Nico gespielt hat. Ja. Auch 0-2, dann gehe ich mit ihm vielleicht essen oder so. Ja, und wir stoßen dann später nach, wenn wir nächste Runde verlieren vielleicht. Ja. Ah, Mann. Jetzt sehe ich alles. Hat echt gute Hand, aber Twister, Twister auf die zwei richtigen noch. Dann Twister ist echt heftig, Mann. Er hat Warning und Strikers, habe ich gefühlt. Und nächste Runde habe ich dann den Deflektor nachgezogen. Alles. Update, Runde 3. Ich glaube, das war endlich mal eine gute Runde für TBT. Nico, gegen was hast du gespielt? Nicht gegen Fusionist, also der hat Fusionist nicht gespielt, oder ich habe ihn zumindest nicht gesehen, aber gegen so Synchro. Art Lorenzo Deck. Der hat es ein bisschen anders gespielt, aber meine Eier haben trotzdem geschlackert. Also er hat es nicht mit, er hat mit dem Resonator hat er gespielt, anstatt mit den anderen Sicherheitssachen. Also hast du gewonnen? Hab ich gewonnen. Du konntest 0-3 Drop noch entkommen. Ja, Mann. Knapp. Aber 0-3. Ja, Mann. Weißt du, ich habe gemerkt, was ist das Problem. Das Problem ist, man kommt ins Timeout. Also ich war jetzt drei Runden, dreimal im Timeout, weil wirklich der Gegner oder ich haben eine Regelfrage. Und also zu dem langsamen Spielen kommt noch dazu, dass man den Judge ruft und es dauert 10 Minuten, bis er kommt oder so. Also ist dann kein extra Time dann? Normalerweise schon. Nein, weil Dings, wenn man mit dem Judge redet, da haben sie es aufgeschrieben, wenn er irgendwie nachfragen müsste oder sowas. Aber wenn er kommt, dann weiß er nicht, wann er gerufen wurde.
Ah, okay. Das war halt echt katastrophal. Also einmal musste ich echt 10 Minuten warten, bis einer gekommen ist, also diese Organisation. Bei der DM waren, keine Ahnung, end viele Judges, da waren nicht so 100, keine Ahnung, 100 Judges und hier so irgendwie gefühlt so 10 oder so. Das Problem ist ja, viele Judges, die jetzt da sind, die sind auch am Spielen da. Also die spielen halt heute. Und deswegen sind auch wahrscheinlich so wenig Judges da. Egal, scheiß auf die Judges. Wie lief deine Runde? Ich habe rasiert gegen Phantom Knights Ghost Trick. Geschenkter Sieg, Mann. Das war echt geschenkter Sieg. Ich weiß nicht, Dark Lady hat eigentlich alles getan. Destroyer hat geschossen, Slip Rider hat geschossen. Er hat so ein Matchup, Mann, gegen Hero und gegen Ghost Trick, Mann. Was ist das, Mann? Ja, das ist auch keine Ahnung warum. Chong Banks hat, Mann. Chong Banks, okay, Mann. 2-1, nein. Ja, auch 2-1. 2-1. BB. BB, Baurisch Bulut. Berlin, Bubuku. Er spielt mit den Fans FIFA, Mann. Was für Fans, Mann? Barisch ist zu FIFA. Ich glaube, der Bühne ist echt der Fan. Servus Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es uns, lasst uns ein Like da, gefällt mir drücken. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach unten, dann wissen wir Bescheid. Aber gebt uns konstruktive Kritik, damit wir darauf eingehen können, dann werden die Videos besser. Ihr könnt umsonst abonnieren, das kostet nichts, dann bleibt immer auf dem neuesten Stand, weil es kommen täglich Videos. Und immer schön kommentieren. Unten unter dem Video sind schön die Sponsoren aufgelistet. Das sind gute Sponsoren und gute Preise. Und checkt noch die Facebook-Seite ab, checkt die Sponsoren ab und leidet's nicht und schaut's vorbei.